Ich hab's schon gesagt, ach schau an, in dem Quiz müsst ihr berühmte TV-Shows anhand von Beschreibungen erkennen. Also auf dem Cube seht ihr gleich Promis, die sich die gesuchten Shows angucken und diese mal synchronisieren und oder beschreiben, was sie sehen. Wenn ihr die TV-Show erkennt, schreibt sie auf, lockt eure Antwort ein, nicht buzzern. Ich sehe nachher in der Reihenfolge, wer zuerst eingeloggt hat, frage dementsprechend auch zuerst die Person ab, die es eingeloggt hat. Sollte die Antwort dann schon richtig sein, gibt es für die Person einen Punkt und wir gehen rüber zur nächsten Show. Sollte die Antwort falsch sein, sehe ich, wer die zweite Person ist und da machen wir dann weiter. Soweit so klar? Und das hier ist die erste Show, die euch erklärt wird. Na. Hi. Applaus. Hallo, schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Hi Leute und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie, ich bin wie immer gut gelaunt, gut frisiert und gut gebräunt. Ich war früher viel jünger, als ich diese Sendung gemacht habe, aber ich bin immer noch so schön. Ich stehe hier gerade vor einem roten Sofa. Ich bin euer Ha-ha-ha. Er steht ganz lässig da und bewegt sich und alle haben eigentlich wegen ihm eingeschaltet. Küsschen an dieser Stelle. Und da wird jetzt einer wegmoderiert. Unser nächster Gast sitzt noch völlig nichtsahnend im Publikum. Jetzt komm mal hierher, das ist Irene oder so. Irene, schön, dass du da bist. Irene, erzähl doch mal, dir ist was über eine Leber über das Herz gelaufen. Ja, ich habe total die Gefühle. Hast du schon mal gedacht, dass er ein Heiratsschwindler ist? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Alles klar, dann werde ich jetzt mal mit einer Videobotschaft von dir zu deiner großen Liebe fahren. All you need is love. Ba, ba, da, da, da. All you need is love. Flo, ich wollte gerne noch mal ratieren. Aber du hattest schon eingeloggt. Ja. Ja. Flo, du hast als erstes eingeloggt und hast... Da hieß noch gut frisiert und so locker rauskommen. Ja. Und rotes Sofa. Und dann habe ich gedacht, das ist Wetten, das. Wetten, das. Das war's aber dann nicht. Also kein Punkt, aber... Ja, so toll frisiert ist ja auch mega subjektiv. Also, oder? Ich dachte, ich sage einfach mal, was der kleine Mann am Fernseher so denkt. Glas ist schon im Bett. This is too dumb. Matthias, ja? Du hast als zweites... Was als zweites was aufgeschrieben? Also ich habe tatsächlich fast nicht zugehört und habe aber gedacht so, ich habe es einfach auch nur geraten, weil von den Leuten, die das präsentiert haben, war eigentlich ja Kai Pflaumen nur der einzige Moderator. Und dann dachte ich mir, vielleicht ist es nur die Liebe zählt, wenn Kai Pflaumen dabei ist. Nur die Liebe zählt. Ja. Wir gucken mal, ob das richtig ist. Weil die anderen waren ja alles Musiker. Ist das richtig? All you need is love. Ja. Hi. Applaus. Hallo, schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Ich begrüße Sie. Ich bin wie immer gut gelaunt, gut frisiert und gut gebräunt. Er steht ganz lässig da und bewegt sich. Und alle haben eigentlich wegen ihm eingeschaltet. Kai, Küsschen an dieser Stelle. Ja. Ein Punkt für dich. Es ist aber so, Matthias, ich möchte dir das nur und euch auch mit auf den Weg geben. Es ist nicht so, dass wir jetzt immer zufälligerweise die Moderatorin oder den Moderator der Sendung oder was auch immer auch in diesen Beiträgen haben. Das war jetzt Zufall, okay, dass das gepasst hat. Ja. Okay. Wir suchen die nächste TV-Show. Bam, 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 dingling. Ja, Herr, hallo, herzlich willkommen. Ich bin hier mit die schöne Sonja. Komme ich jetzt die Treppe durch den Tunnel durchgelaufen? Die hat sich auch die Haare richtig schön gemacht. Die hat so einen toten Raben auf dem Kopf. Wir unterhalten uns jetzt ein bisschen. Wahrscheinlich geht es um gar nichts, außer um das ganz viele Geld. Keine Ahnung, wo wir sind. Früher Mastart 1, jetzt Kabel 5. Eigentlich kann diese Sendung überall stattfinden, egal wo. So, und jetzt gehe ich mal weg, weil mehr Redebedarf habe ich ja nicht mehr. Und werde ganz hübsch durchs Bild laufen. Denn so war natürlich das 90er-Jahre-Frauenbild. So, ich gehe mal hier rüber zu den Kandidaten. Und zwar die Diana. Hallo, ich bin die Rosi aus Backnack. Das ist der Rainer. Oh, das Hemd. Vielleicht drehen wir einfach noch mal an dem runden Instrument. Drehen wir mal? Wir drehen mal, ne? Wir drehen. Hm? Drehen und kurbeln. 200! Für 200, was willst du? A, E, I, O, U. Im Grunde braucht man diese Show nicht. Es reicht, wenn man zu Hause eine Buchstabensuppe hat. Boah, ich sollte das moderieren. Boah, das wäre gut. Das wäre gut.
Sido, ich würde da meinen Hut für dich in den Ring werfen. Da wäre ich sofort dabei. Wir wissen alle noch, wie großartig Sido diese Show hier moderiert hat. Liebe Grüße an dieser Stelle, Sigi. Matthias, du hast als erstes eingeloggt. Und ich bin gespannt. Ich wollte nur sagen, als die Mauer fiel 1989. Was war da? War dann natürlich, wir hatten keinen Fernseher damals im Osten. Ja, ja. Und dann ab den 90ern ging es so richtig los. Und ey, wir haben alles geguckt, was es gab. Ja. Also wirklich alles. Und in diesem Fall, ne, auch das. Was hast du aufgeschrieben? Hoffentlich ist es richtig. Ich habe, also... ja, drehen. Ich würde sagen, ist es Glücksrad? Das Glücksrad? Ja? Das Glücksrad hat Matthias aufgeschrieben. Ist es das Glücksrad, was wir suchen? Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich bin hier mit die schöne Sonja. Komme ich jetzt die Treppe durch den Tunnel durchgelaufen? Die hat sich auch die Haare richtig schön gemacht. Die hat so einen, ich glaube, so einen toten Raben auf dem Kopf. So, ich gehe mal hier rüber zu den Kandidaten. Vielleicht drehen wir einfach noch mal an dem runden Instrument. 200! Boah, ich sollte das moderieren. Glücksrad! Ein Punkt für Matthias. Du scheinst wirklich viel Fernsehen geschaut zu haben. Endlich hast du mal was davon. Sehr viel. Werden da nur Sendungen aus Deutschland kommen? Oder gibt es auch das ein oder andere Schweizer Format, was beschrieben wird? Habt ihr nicht auch unser Fernsehen? Also, ich kenn das nicht. Nee? Also Glücksrad? Jetzt ohne Witz, du kennst Glücksrad nicht? Ich kenn das nicht. Du kennst Glücksrad nicht? Nee. Wirklich nicht? Nee. Kennt ihr Papa Moll? Nee, ich kenne das wirklich nicht. Nee, ich kenne Papa Moll. Also ich habe hier Dschungelcamp aufgeschrieben. Da sind auch welche dabei, die kannst du kennen. Da bin ich mir sicher. Okay. 100%. Würde mich sehr wundern, wenn nicht. Das ist die nächste Show. Wir sind bereit. Bam. Wir fangen einfach okay. Die Ladies and Gentlemen. Herzlich willkommen. Ich bin... Und ich moderiere diese Show. Einen wunderschönen Abend hier am Samstagabend auf Pro7 bei einer Live-Show. 10 Jahre gibt es die Show schon. 10 Jahre. 10 Jahre. Und laut Spiegel die bunteste Hüpfburg, die die deutsche Showbranche zu bieten hat. Das moderiert eine Frau. Eine meiner Lieblingsmoderatorinnen. Die ist mit die Beste. Aber eigentlich geht es um zwei Männer, die sich um alles streiten. Diese Sendung hat Nervenkitzel. Ja, heute wird wieder ordentlich geflogen und gefahren. Man weiß nicht, ob man dann lebend rauskommt. Ich war auch schon mit dabei. Echt klasse. In dieser Show habe ich 2, 4, 6, 8 Narben zu verdanken. Früher war das so, dass die beiden das noch selber gemacht haben. Die beiden Hause mittlerweile zu faul und zu reich, selber zu reisen. Die beiden heißen, ich weiß es nicht mehr. Und deswegen muss die B-Prominenz ran. Ja. Die müssen natürlich Länderpunkte gewinnen. Und diese Punkte machen dann den einen oder anderen zum König der Welt, sozusagen. König der Welt. Matthias, es scheint wirklich eine Rubrik zu sein. Deine Kategorie. Irgendwas muss ich ja gut können, weil das letzte Mal bin ich abmarschiert. Also, ich hoffe, das ist richtig. Also, wenn das richtig ist, wäre es lustig, weil wir wollten das auch immer mal zusammen machen. Stimmt. Wir hatten das mal vor, zusammen zu machen, und wir hatten es nie gemacht. Nee, das stimmt. Frauentausch. Ich weiß gar nicht, warum. Touché. Sehr gut. Also ganz kurz, man muss dazu sagen, Joko und ich kennen uns seit jetzt über 200 Jahren. Seit über 21 Jahren und wir haben damals nebeneinander gewohnt, als du angefangen hast. Und euch beide kenne ich, kenne euch so lange, also ich weiß, dass es muss Duell um die Welt sein. Ach so, ich dachte, wir reden noch über deine Frau. Ach so. Das Duell um die Welt ist richtig. Ja, das muss richtig sein. Da habe ich schon vorweggenommen, Entschuldigung. Wir gucken mal, ob das richtig ist. Meine Damen und Ladies and Gentlemen. Einen wunderschönen Abend hier am Samstagabend auf Pro7 bei einer Lightshow. Ich bin und ich moderiere diese Show. Aber eigentlich geht es um zwei Männer, die sich um alles streiten. Ich war auch schon mit dabei. Matthias, das ist dein Punkt. Ich bin, Das war Ach, schon.